Ja, kleinen Cut gehabt. Wir sind wieder hier. Okay. Ja, Steam hat, glaube ich, gerade ein paar kleine Verbindungsprobleme. War gut, aber Mark entscheidet sich immer noch dagegen zu rennen. Gucken wir doch mal, was hier jetzt ist. Das Fahrzeug raus. Was ist denn das hier eigentlich? Und da oben ist ein Fenster, da geht's rein. Kann ich die Leiter hoch? Das kann ich bestimmt runter machen. Diese Kiste. So. Was haben wir denn hier noch? Da wollen wir hin, ne? Zum Leuchtturm. Nichts. Die wird zu sein, ne? Ja. Jetzt guckt doch nicht wieder da durch, da kommen doch wieder irgendwelche Jumpscares. Wo ist Mark? Mark. Na komm. Der hängt immer noch da fest. Wozu muss ich die Kiste da einfach runter machen? Schieben. Wofür? Ach so, da hoch. Aber man kann auch noch da rein, oder? Komm, Charlie, beeil dich mal ein bisschen. So, was verbirgt sich denn hier drin? Oh, hat Ruckel vermutlich geprogressed. Ja, okay. Ah, da war ein Foreshadowing-Bild. Der Ruckel weiß aber auch echt immer den passenden Moment hier abzuwarten. Immer vor den Bildern. Hä? Warum klettern die jetzt da rein? Oh, da ist er ja. Er sieht halt echt so ein bisschen aus wie der Kurator, ne? Ich könnte es mir echt vorstellen, weil das hier ist ja auch das Staffelfinale quasi von Dark Pictures. Dass sie es irgendwie machen, dass dann der Kurator irgendwie der Böse ist. Ja, das passt doch nicht so ganz so von hinten. Redet doch nicht. Bleib ruhig. Als ob der die nicht hört. Oh je. Atmen geht halt echt noch. Ich hoffe, der Knopf ändert sich da nicht einfach irgendwann mal. Nee, das ist nicht der Kurator, so von hinten. Der Kurator ist viel schlanker. Schade, hätte ich aber cool gefunden. Ich fand meine Theorie echt nice.
Ja, aber er wird vermutlich der Hector Monday sein. Da haben wir schon so viele Infos drüber gefunden über den. Ich habe halt immer ein bisschen Angst, dass der halt noch rumläuft, so wie bei Mark halt unten im Keller. Ja, Mark könnte jetzt mal ein paar Fotos machen. Ist aber nicht zu sehen, immer wenn ich so diese nahen Sichten habe. Okay, Moment, da kann ich rein. Ich denke mal, hier bin ich reingekommen. Kann ich noch mal raus? Hier geht's nicht raus. Na, okay, schade. Dachte ich hätte noch mal. Ich schon jetzt zu lange gebraucht. Ja, Ruckel hat vermutlich geprogressed, gehe ich von aus. Ja, wo sind die? Hä, wo sind die denn jetzt? Das hätte ich alles machen können. Das wirkt sehr vorgespult. Ich kann nichts machen. Einfach Charlie. Quicktime? Nein. Lucy ist Mark, ich bin Kate. Finde durch den Wald. Kann ich hier rüber? Ich kann hier rüberspringen. Ja, ich habe noch meinen komischen Schminkspiegel. Oh, wow. Aber wo gehe ich lang? Rechts oder links? Ist wahrscheinlich egal. Ach nee, ist es nicht. Hier ist auch noch was. Oder? Ach so. Komme ich wieder zurück? Ah, da liegt was. Da liegt was. Was liegt hier? Ein Münzchen. Ach, wie nett. Her damit. Wie viel haben wir jetzt? 17. Das sind Mücken. So, jetzt sind wir wieder hier. Okay, es geht einmal. Jetzt kann ich hier drunter durch. Was ist denn das? Ich gehe mal hier lang. Oh, schöne Ansicht. Scheiße, ey. Ich hoffe, das war jetzt auch das Richtige, was wir. Also wir sind entkommen. Ne? Ich frage mich, ob wir jetzt hier hätten auch sterben können. Hier kann ich noch. Warum kann ich hier überall drüber klettern? Das sieht so aus, wie ich muss fliehen irgendwann. Guck ich hier nochmal. Liegt hier irgendwas? Schönes Bild hier so gerade. Das sieht cool aus. Episch. Okay, ich kann hier auf diese Hütte gucken, aber mehr auch nicht. Okay, wieder zurück. Da überall knackt es. Wo ist denn Erin jetzt eigentlich? Die ist doch mit mir da runtergestürzt. Ich kann doch jetzt nicht übelst weit weg sein.
Was ist denn das? Hier kann ich hochklettern. Lucy hat ein Geheimnis gefunden. Oh mein Gott, okay, ich gehe mal hier rüber. Ja. Was haben wir hier noch? Inferno. Danke für den besten Tag aller Zeiten, Onkel Francis. Okay, in irgendeinem... weiß ich nicht, auf einer... Ist das hier so ein Rummelfahrgeschäft oder sowas? Ein Foto? Wer ist denn Francis? Auf jeden Fall seine Geldbörse. Und hier liegt... noch ein Ausweis vielleicht? Noch ein Geheimnis. Francis Morello. Familienname Morello, Vorname Francis, Anschrift, blablabla, Geburtstag 78, Beschränkungen, keine Klasse C, Ende keins, Geschlecht männlich, Haarfarbe schwarz, Augenfarbe braun, Größe. Was soll das sein? 5, keine Ahnung, Haarfarbe schwarz, ja, hä? Ausgestellt. Francis Morello. Morello war... Der Schriftsteller hieß Joseph Morello. Dann muss das ja hier sein Bruder sein. Und hier geht's um einen Onkel. Dann ist das die Tochter. Dann muss das Joseph Morello gewesen sein. Der sich als Dumet ausgegeben hat. Das muss Joseph Morello sein. Er ist mit seiner Tochter geflohen. Und das war jetzt der Ausweis von seinem Bruder. Ist der Bruder vielleicht der Killer? Oh, Freunde. Was wir hier noch finden, ey. Krass. Was ist hier? Hier komme ich nicht weiter. Ich glaube, Freunde, wir müssen mal pausieren. Ja, okay. Das war auf jeden Fall Progress irgendwie. Brauchst du Hilfe? Ja, hallo. Aaron, heilige Scheiße. Du lebst. Oh, es ist Kate. Oh Gott, ich dachte, ihr wärt tot. Wo sind Kate und Jamie? Kate und ich haben uns im Wald verloren. Ach, Mädels. Jamie ist... Sie ist tot. Was? Jamie ist tot? Bist du... Ja. Tut mir leid. Oh, ist sie wirklich gestorben? Oh, ich höre schon, wenn er sich jetzt fertig machen. Aaron. Alles okay? Bitte, lass. Sonst breche ich auch gleich zusammen. Ich weiß, wie wir reinkommen. Los. Wir müssen echt weiter, Leute. Fantastisch. Gut gemacht, Aaron. Ich frage mich, was ich da noch hätte alles anklicken können. Ja, mal Aaron sein. Ich war noch nie Aaron. Außer einmal ganz kurz in dieser Sauerstoffkammer. Ja. Ja. Finden wir raus, wie wir das Ding zum Laufen kriegen. Natürlich bin ich jetzt wieder Mark mit seinem Superblitz. Was war das hier? Verschlossen. Münze. A
Alter, wieso bin ich denn jetzt... Hat Aaron nicht eine Taschenlampe? Sehe nicht. Sehe nichts. Was haben wir denn hier? Beweis. Adresse Chicago PD. Beweisstück 1612. West State. Hector Whalen Monday. Leonard Camp Day. Benjamin Petal Corrado. Okay, es sind irgendwelche Namen. Das ist Ransom Demet. Das sind die... Ah, Belknap hatten wir doch auch schon. Das sind einfach Identitäten, die er sich gegeben hat. Und seinen echten Namen hat er einfach oben drüber geschrieben. Okay, okay. Freizeitparkfoto. Na, ich sehe wieder, was Ruckel findet. Tippe ich mal. Da kann ich nicht hin. Kann ich eigentlich irgendwo immer wieder ein Foto von machen? Grantham Dumet, Artist. Fehlt noch eine. Aber die habe bisher alle ich gefunden, glaube ich, ne? Wir haben auch immer noch nicht hier diese, am Anfang, diese Szene mit dem Mann in dem gelben Anzug und diese alte Frau, die da gesprochen hat. Hector Whalen Monday. Hiermit verleihen wir Hector Whalen Monday den akademischen Grad Bachelor of Science für Psychologie. Ja, der wird der Killer sein. Wenn er diese Tonbänder, wo er mit dem anderen Killer da quatscht und der ihm gesagt hat, dass sich halt niemand an die Leute erinnert, die so Serienkiller festnehmen. Und vermutlich hat ihn dann das irgendwie dazu gebracht, dann selber Killer zu werden. Mr. Dumet, ich will mein Team tot. Was? Ich regel das. Am Wochenende. Das ist bestimmt zusammengeschnitten. Ich hab diesen Scheiß nicht gesagt. So ein Idiot. Ich wollte so sehr, dass das klappt, dass ich ihm einfach alles geglaubt habe. Es ist geschnitten. Ich bin so dumm. Ich bin Tontechnikerin und drauf reingefallen. Du hast einen Schock, so wie wir alle. Mach dich nicht fertig. Ist aber gut geschnitten. Ja, ich wäre nicht drauf reingefallen. Ja, hallo. Da sind wir wieder. Natürlich wäre Charlie nicht drauf reingefallen. Natürlich nicht. So, was haben wir denn hier alles? Ach ja, das hatten wir schon. Ruckel und ich haben gerade noch mal besprochen, was der Kurator vorhin gesagt hat. In einer der letzten Folgen mit dem, dass nicht alle Daten, die man sammelt, so sind, wie es ne, scheint, dass man nicht vorher die Schlüsse ziehen soll oder so. Mir kam auf die Idee, dass halt alles auf diesen Hector Monday hinweist. Und vielleicht ist das im Endeffekt gar nicht. Ruckel hatte mir auch erzählt, dass... er wohl herausgefunden hat, dass der tot wäre. Also könnte ich mir vorstellen, dass das damit gemeint ist. Irgendwie, dass es vielleicht doch nicht der Mann, der ist. Ich fände ja immer noch cool, wird meine Theorie mit dem Kurator stimmen. Und ist das hier ein Bild, was ich anklicken kann? Nee. Ich höre die ganze Zeit schon wieder Sachen hier. Mark, atme mir doch nicht so ins Ohr.
ist denn das hier? Oh, Bootsschlüssel. Da ist wohl noch ein Boot auf der Insel. Was höre ich denn hier die ganze Zeit? Das ist ein Bild. Mark und Jennifer Edwards. Wer sind denn jetzt die Edwards? Wo sind die anderen beiden eigentlich? So, was haben wir denn hier? Clarence, ich dachte, ich sollte dir die Neuigkeiten schreiben, da du mich seit 6 Monaten nicht mehr besucht hast. Du hast einen Sohn. Ich habe vor ein paar Wochen entbunden. Ich brauche dich hier. Ich schaffe das nicht. Allein. Meine Eltern helfen mir, aber sie sind beide schon sehr alt. Komm nach Hause, Clarence, bitte. El Monday. Okay. Ist vielleicht der Sohn vielleicht? Aber wieso Clarence? Oh, der ist ja unter einem... War das einer der Decknamen? Nee, Moment. El Monday ist... Die Mutter hieß doch irgendwie irgendwas mit El. Glaube ich. Wo sind die anderen beiden? Ich will nicht. Ich wusste es. Herz. Ah, ja. Ich bin eh ein dummer Mensch. Denke ich mir auch. Oh. Eine Katze. Ja, eine blöde Katze. Wieso macht das Kätzchen denn so viele Geräusche? Und wieso kommen die anderen beiden nicht mit? Es wäre auch immer auf die Idee von den Entwicklern kam, Mark nur diesen Blitz zu geben. Dankeschön. Und wir gehen nach oben. Jetzt sieht es dämlich aus, wie der hier hochläuft. Mark, was ist mit dir? Also, mit Mark stimmt echt irgendwas nicht. So, ich kann den... No way. No way. Okay. Kann ich da lang? Kann da lang. Ich mache das mal zuerst. Falls da irgendwas liegt. Alter, der hat doch Höhenangst. Der kann nicht mehr über die Brücke gehen. Aber das macht er. Ja, gut, wenn es um Leben und Tod geht. Da ist man dann doch mal ein bisschen anders drauf. Beschädigung dieses Siegels ist eine Straftat. Ja, das ist mir gerade relativ. Oh. Ich dachte, ich müsste einen Quicktime machen. Und jetzt muss ich wieder zurück. Nicht runter gucken mag. Wieso ist die Ansicht jetzt so dämlich? Okay, was sollte diese Ansicht? Und go. Au. Au. Freigeschaltet. Hoi. Oh, ah. Fuck yeah! Wow!
Was wollten die nochmal damit erreichen, dass das eventuell jemand sieht, ne? Muss ich jetzt wieder runter? Wo sind die anderen beiden? Und alles wieder runter. Die sind, das ist bestimmt der Killer da und die sind irgendwie gefangen. Und ich muss jetzt, ja, Quicktimes machen, dann sterben alle. Bestimmt gleich ein Jumpscare mit dem Killer. Wo sind die anderen denn? Leute. Hast du das denn angekriegt? Nein, leider nicht. Hä, was? Hä? Wie leider nicht? Leider nicht. Wie leider nicht? Hey, kann ich jetzt? Ich darf doch gleich bestimmt wieder alles hochlaufen. Das verstehe ich nicht. Das muss mir jetzt mal bitte jemand erklären. Oder musste Ruckel vielleicht progressen? Hey! Ah ja. Hier oben! Kate! Kate! Hey! Ach nö. Hallo? Hey, ich hab das eigentlich gedrückt. Das ist ein Simulator. Hey, ich hab doch immer noch Zeit. Huh?